Herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Vlodarek Life Coaching. Ich bin Eva Vlodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Und hier geht es jetzt einmal nicht nur darum, wie attraktiv Sie als Frau oder als Mann sind, sondern wie anziehend Sie generell für andere Menschen sind. Das kann man durchaus überprüfen. Das zeigt sich an bestimmten Merkmalen und Verhaltensweisen. Es zeigt sich zum Beispiel daran, wie gerne andere mit Ihnen zusammen sind und ob man eine längere Verbindung mit Ihnen möchte. Es zeigt sich auch daran, wie gut man über Sie spricht, wenn Sie gerade nicht mit dabei sind. Oder wie gerne man beruflich mit Ihnen zusammenarbeitet, ob man Sie gerne mit im Team hat. Und ob das so ist, ob Sie wirklich anziehend für andere Menschen wirken, dazu gehören ganz bestimmte Eigenschaften. Und diese folgenden Eigenschaften, die möchte ich Ihnen gerne vorstellen und die sind eben ganz besonders wertvoll. Und deshalb nenne ich sie auch die Perlen der Anziehung. Ich habe Ihnen hier so ein kleines Modell mitgebracht, so ein kleines glitzerndes Modell, was dafür steht, wie anziehend diese fünf Eigenschaften sind. Meine erste Perle ist die Freundlichkeit. Wohlgemerkt, damit ist nicht gemeint, dass Sie nun also ständig als Smiley durch die Gegend laufen oder everybody's darling sind oder sich immer nur anpassen, um beliebt zu sein, sondern was ich meine, ist ein ganz grundlegendes Wohlwollen anderen Menschen gegenüber. Und zwar auch denjenigen gegenüber, die Sie nicht so besonders sympathisch finden. Die haben zumindest Höflichkeit verdient. Und dazu gehört auch, zu dieser Perle gehört auch, dass Sie Disziplin im Umgang mit anderen wahren. Also bitte brüllen Sie niemand an oder machen Sie niemand fertig. Das wäre genau das Gegenteil dieser Eigenschaft. Und wichtig ist auch, dass Sie nicht Ihre Launen an anderen auslassen und heute nett und freundlich und morgen garstig sind. Also wenn es Ihnen nicht gut geht, dann können Sie das gerne sagen, damit andere auch Ihr Verhalten einordnen können. Aber im Prinzip seien Sie freundlich, seien Sie respektvoll, seien Sie höflich. Das ist also meine erste Perle der Anziehung und der guten Ausstrahlung. Meine zweite Perle, Perle Nummer zwei, ist die Bescheidenheit. Auch hier möchte ich erstmal sagen, was nicht gemeint ist, denn ich weiß, dass da durchaus auch Missverständnisse entstehen können. Also, Bescheidenheit heißt in diesem Falle nicht, dass Sie Ihr Licht unter den Scheffel stellen sollen. Also Sie dürfen durchaus darauf hinweisen, was Sie können und was Sie gut gemacht haben oder gut machen. Das gilt besonders beruflich, da ist es auch wichtig, da gehört Klappern zum Handwerk. Aber was es eben nicht sein soll, nicht angeben. Es ist nicht nötig, dass Sie ständig darauf hinweisen, wer Sie sind und was Sie besitzen und was Sie alles können. Das kommt gar nicht gut an. Ich habe ein sehr positives Beispiel vor einiger Zeit erlebt, wie sich Bescheidenheit äußert. Und zwar saß ich bei einer Veranstaltung neben einem sehr netten älteren Herrn, mit dem ich dann auch ins Gespräch kam. Und erst im Verlaufe des Gesprächs erfuhr ich wirklich nur zufällig, dass es sich hier um einen sehr bekannten Erfinder handelte. Was der erfunden hat, verrate ich jetzt hier nicht, aber ich versichere Ihnen, Sie haben es ganz bestimmt schon benutzt. Und dass er als natürlich aufgrund seiner besonderen Erfindung Multimillionär war. Aber er war so bescheiden und so natürlich, ich war wirklich sehr beeindruckt davon. Und meine Erfahrung ist, wirklich bedeutende Menschen haben es gar nicht nötig, ihre Meriten immer an die große Glocke zu hängen und zu zeigen, wer sie sind und wie toll sie sind. Und davon können wir ruhig was übernehmen. Es ist tatsächlich viel charmanter und viel wirkungsvoller, wenn Sie nicht selber immer klappern und sagen, oh, bin ich nicht genial und habe ich das nicht super gemacht. Lassen Sie doch einfach mal andere herausfinden, wie bedeutend Sie sind.
Und lassen Sie andere Ihr Lob aussprechen, anstatt dass Sie sich immer selber loben. Ja, das war meine zweite Perle, Bescheidenheit. Meine dritte Perle heißt Großzügigkeit. Geiz ist nicht geil, lassen Sie sich da nichts erzählen, sondern Geiz ist einfach unsympathisch. Deshalb fragen Sie nicht immer, wann immer Sie etwas tun, was habe ich davon? Und erwarten Sie auch bitte nicht immer etwas zurück. Also von einem Freund habe ich da eine schöne Bezeichnung, oder der hat das ganz schön beschrieben, wie sich das auszahlt, wenn Sie auch mal einfach etwas geben aus reinem Herzen und weil es Ihnen Freude macht. Dieser Freund hat das so genannt, ich zahle auf die Bank des Universums ein. Ja, und wenn Sie genug Großzügigkeit auf die Bank des Universums eingezahlt haben und Ihr Konto voll genug ist, dann gibt es irgendwann auch die Auszahlung. Vielleicht nicht von den Menschen, denen Sie gegenüber großzügig waren, aber generell wird sich das positiv auswirken. Großzügig, ja, da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie Sie das sein können. Laden Sie in Ihrem Rahmen ein. Sie müssen sich nicht übernehmen, aber laden Sie ein und gönnen Sie anderen auch, dass sie mit Ihnen zusammen sein können. Dann seien Sie auch großzügig, was andere betrifft. Gönnen Sie denen etwas und sind Sie nicht einfach nur neidisch. Oder spenden Sie einfach mal etwas im Rahmen des Ihnen Möglichen. Und Sie müssen das auch dann nicht immer überall rum erzählen. Also es gibt viele Möglichkeiten, diese Perle der Großzügigkeit auch leuchten zu lassen. Dann kommen wir zu meiner vierten Perle. Die vierte Perle lautet Verlässlichkeit. Verlässlichkeit hat ja auch viel mit Versprechen zu tun. Sie sagen etwas zu und dann geht es darum, dass Sie das auch einhalten. Also bei uns zu Hause, in meinem Elternhaus, da wurde Versprechen ganz hoch gehalten. Also wenn man etwas versprach, dann musste man das auch unbedingt halten. Und ganz ehrlich, ich habe mir immer gut überlegt, ob ich auf die Frage von meinem Vater oder meiner Mutter, versprichst du mir das, auch wirklich sagte, ja, das tue ich. Denn dann war ich verpflichtet, das auch zu halten. Ist vielleicht gar kein schlechter Ansatz. Also wenn Sie etwas zusagen, dann halten Sie es bitte auch. Aber seien Sie dabei nicht blauäugig, sondern schätzen Sie auch wirklich vorher ab, was Ihnen möglich ist. Und bei Aufgaben, die Sie übernehmen, stecken Sie etwa den zeitlichen Rahmen auch ganz realistisch weit genug. Und wenn Sie etwas nicht schaffen oder nicht einhalten können, dann sagen Sie doch bitte rechtzeitig Bescheid. Nicht? Auch man kann nicht immer alles schaffen, aber dann ist es auch eine Frage der Verlässlichkeit zu sagen, dass man es leider nicht einhalten kann. Meine fünfte und letzte funkelnde Perle ist Mitgefühl. Ohne Empathie funkeln auch die vorhergehenden Perlen einfach nicht genug. Und diese Perle, die Perle Mitgefühl, lässt die anderen sogar ganz besonders leuchten. Wie kann man das machen? Fühlen Sie sich in Ihr Gegenüber ein, hören Sie zu und nehmen Sie wahr, was die andere Person Ihnen auch emotional vermittelt. Fällen Sie bitte keine vorschnellen Urteile. Es gibt ja den berühmten Indianerspruch, verurteile niemand, bevor du nicht 3 Meilen in seinen Mokassins gegangen bist. Das heißt, wenn man sich wirklich intensiv damit beschäftigt, wie jemand so geworden ist, wie er ist oder warum er oder sie sich so verhält und das Verständnis wächst, ja, dann kann man eher mitfühlen, als dass man zu sehr verärgert ist. Versuchen Sie also, die Beweggründe des anderen nachzuvollziehen und stellen Sie Fragen, um ihn zu verstehen und drücken Sie dann auch Ihr Verständnis aus. Ja, das sind meine 5 Perlen der Ausstrahlung, der Anziehung. Ich möchte sie nochmal wiederholen. Freundlichkeit ist eine dieser Perlen. Die zweite ist Bescheidenheit, echte Bescheidenheit. Die dritte ist Großzügigkeit, die vierte Verlässlichkeit und die fünfte ist Mitgefühl. Mit diesen Perlen haben Sie einen bleibenden Wert, denn mit diesen Perlen können Sie sich
und auch andere schmücken. Und Sie werden sehen, wie anziehend Sie damit für andere Menschen werden. Speziell für Frauen, für uns Frauen, habe ich da noch eine Verstärkung. Und zwar mein Videokurs Attraktiv wirken, lassen Sie Ihre Persönlichkeit leuchten. Den finden Sie auch auf meiner Website www.flodarek.de. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, weil Sie dann noch viel mehr erfahren über, wie Ihr Leben leichter, glücklicher wird und Sie noch interessanter und attraktiver, das volle Programm. Und natürlich freue ich mich auch über Ihre Kommentare. Alles Gute!